Sich seit 4 Milliarden Jahren ständig. Kontinente bewegen sich und stoßen aneinander. Ozeane entstehen und verschwinden. Die treibende Kraft dafür ist der Vulkanismus der Erde. Seit dem Erdzeitalter der Kreidezeit, vor etwa 100 Millionen Jahren, wandert Afrika nach Norden. Dabei schiebt sich die afrikanische Platte unter die europäische. In Mitteleuropa bildet sich durch Staubung der Erdkruste ein Vulkangürtel, zu dem auch die Lausitz und Stolpen gehören. Durch Auffaltung entstehen die Alpen. Vor etwa 30 Millionen Jahren erreicht im Gebiet des heutigen Stolpen aus dem Erdkern aufsteigendes Magma die Erdoberfläche. Bei dessen Kontakt mit Grundwasser gab es heftige Explosionen. Große Mengen vulkanischer Maschen wurden hoch in die Atmosphäre geschleudert. Nach und nach entstand ein Meter tiefer und steiler Trichter, der sich zum Teil wieder mit Gesteinsschutt füllte. An der Erdoberfläche verblieb eine Senke. Wenn sich kein Grundwasser mehr auftrat, endeten auch die Explosionen. Aber es gab neue Ausbrüche gasreicher Magmen. So entstand am Boden des Einsturzes ein kleiner Schattenkegel. Nachdrängendes, gasfreies Basaltmagma flutete damit den verbliebenen Krater bis zum Rand. Ein mindestens 110 Meter tiefer Lavasee entstand. Eingebettet in umgebenden Granitgestein konnte
verdiente langsam. Es bildet sich regelmäßig im Basalt. Nachfolgende Erdbeben führten in abgekühltem Basaltdruck zu Abrissen und Verwerfungen. Durch Verdrängung und Anfragung des Lausitzer Platz, besonders in den letzten 1,3 Millionen Jahren, wurde der sehr harte Basalt als flacher Kegelberg aus der umgebenden Landschaft herausmoderiert. Im Zeitalter der Menschen wuchsen erste Siedler in den markanten Bergen frühzeitig. Ab dem 600 wanderten slawische Völker in die Lausitz ein. Der Name Stolpen ist ein slawisches Lehnwort, das Bezug auf das örtliche Basalt annimmt. Es bedeutet Säule oder Stufe im Sinne eines herausgehobenen Ortes. Ab dem 12. Jahrhundert entstand hier eine erste Wehranlage, für die vor Ort Basaltsteine gebrochen wurden. Der einstige Förderschlot des Einsturztrichtervulkans in Stolpen ist die in den Erdmantel verschlossen. So ist ausgeschlossen, dass ein Stolpen erneut ein Vulkan ausbrechen kann. Zumindest in den kommenden Jahrtausenden. Also, keine Angst. Diesen erloschenen Vulkan können Sie getrost besteigen. Thank you.